Hi zusammen, jetzt gibt es wieder einen Quick-Tipp und zwar geht es um das Semi-Rough. Und im Semi-Rough ist man ja relativ oft. Man muss ja noch nicht mal einen schlechten Golfschlag vom Tee gemacht haben. Der Ball rollt einfach kurz weg vom Fairway und schon ist man im ersten Cut. Also, was natürlich passieren kann, ist natürlich das Lottogewinn. Ball liegt oben auf, wie aufgeteet. Aber was natürlich auch passieren kann, was meinen Schülern immer passiert, weil der Ball liegt eigentlich immer schlecht im Semi-Rough, ist, dass der Ball tatsächlich so eingebettet im Rough ist. So, als Quick-Tipp möchte ich euch einfach mal kurz mitgeben. Habt mal das Gefühl, das tut ihr bitte nicht auf dem Golfplatz, weil das dürft ihr nämlich gar nicht, dass ihr quasi die Grashalme rausreißt und einfach mal schaut, wie lang dieses Gras eigentlich ist, worin der Ball jetzt liegt. Und genau so lang, wie das Grashalm ist, genau so in der Kürze greift ihr dann quasi den Schläger kürzer. Ja, also sprich, ich habe jetzt hier mein 9er Eisen, jetzt habt ihr es gesehen, es war ungefähr so viel, greife ich kürzer, hier kommt meine linke Hand hin und ich greife fast schon unten am Griff. Was bewirkt das? Ganz einfach Folgendes, der Schläger wird kürzer, ich beuge mich mehr, der Eintreffwinkel wird direkter, sprich steiler und vertikaler, ich komme direkter an den Ball ran. Also es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber dass man einfach so eine Brücke hat, wie viel kürzer soll ich greifen, merkt euch einfach nur, so viel kürzer greifen, wie lang auch das Gras ist. Ich wünsche euch viel Spaß damit, viel Erfolg und natürlich freue ich mich über jeden Like und über euer Feedback auf Instagram und auf YouTube. Bis bald, ciao!